Meine Damen und Herren, ich bin der Sterzig, ich bin hier heute und spiele mit euch ein Spiel, was Espresso Tycoon heißt. Ich mach Espresso, ich mag Kaffee, ich mag Milch, ich mag alles drum und dran. Ich mag es, einen eigenen Laden aufzubauen, es wird so schön. Die Kunden kommen herein und sagen, yeah, ein Kaffee bitte schön. Ich mach den Kaffee unter meiner Maschine und sag ihr bitte, nimm den Kaffee, Dicky. Oh, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Störz und dem Sieb-Channel. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ich bin's auf jeden Fall. Ich versuche hier irgendwie zu rappen zu diesem wunderschönen Background-Music-Lied oder so. Ich höre jetzt auf. Herzlich willkommen zu Espresso Tycoon, ein Spiel, was gerade rauskam. Ungefähr 17 Euro habe ich jetzt mal von meinem privaten Konto gemacht. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Ich weiß, es ist so ein bisschen Sims-like. Man muss aber auch irgendwie den Kaffee so anrichten und so. Es ist ein Spiel, was ich normalerweise in Simulatorform auf meinem Hauptkanal spiele. Aber heute sind wir hier. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Ich glaube, ich sollte die Kampagne spielen, um einfach mal ein bisschen klarzukommen. Abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal, wenn ihr mich mögt, wenn ihr dieses Video mögt und wenn es euch gut geht. Also abonniert die Scheiße aus dem Kanal, ansonsten steche ich eure Katze tot. In dem Sinne, wir starten die Kampagne. Ich will gar nicht groß irgendwie jetzt drauf los. Wir können uns aber einen Ort aussuchen. Wir wollen nach New York oder nach Sao Paulo, Paris, Sibiria, London. Oh, was gibt's noch alles? Mexico City? Sydney? Los Angeles? Tokio? Okay, wild. Ich glaube, ich bin tatsächlich für... Was sieht denn cool aus? Nee, das ist ultra langweilig. Okay, lass uns mal zurück. Wie wäre es mit... fantasievolles Frankreich? Kann ich das starten? Oh, nee, okay, ich muss erst die hier machen. Pimp my Kaffeewagen. Ja, geil, let's fucking go. Titled, I've had enough of corporate work. 2 von 3 Möbel werden arrangiert. So. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Und selbst wenn nicht, lehnt euch zurück, macht's euch gemütlich. Wir spielen heute zusammen ein Spiel, was ich niemals so privat spielen würde. Ich glaube, das geht mir häufig so. Aber ich freue mich natürlich, das heute mit euch zu erleben. Oh, Cutscene. What the fuck? Bin ich das? Ach du Scheiße, das... Ach, der, habt ihr gerade unten den Hund da in der Mitte gesehen? Oh, wie der geschlittert ist? Nice to meet you. My name is Kim and I'm here to help guide you during your coffee journey. We're gonna travel around the world together starting here in a beautiful park in Cape Town. Alter, do you see cool. This humble coffee truck over there? Ja, let's ich start seh's. With creating a brand for it. Okay. Ja, dann machen wir das. Alter. Das finde ich denn cool. Okay, ich bin wieder da. Entschuldigung, ich habe gerade einen kurzen Cut gemacht. Also, wie nennen wir das Ganze? Was ist denn überhaupt hier unser Logo heute? Ach, perfekt. Schön. Was gibt's denn noch hier? Das ist ja alles scheiße. Was ist mit so einem hier? Das ist doch schön. Okay, also. Wie nennen wir unseren Laden? Wie nennen wir unseren Laden? Was könnte man für einen Laden nehmen? Scheiße. Die Hackfabrik? Nee. Flüssigkot GmbH. Das Ü! Was ist mit dem Ü los? Hier. Die Flüssigkot GmbH. Das ist ja der Hammer. Das ist doch wunderschön. Das machen wir einfach so. Okay, wir haben hier die Flüssigkot GmbH. Ich finde das gar nicht übel. Wir können jetzt einmal so ein schönes Braun nehmen. Ah, nee, können wir gar nicht, ne? Ey, ich muss sagen... Ach doch, das finde ich schön. Alles erledigt. Perfekt. Wow, what a brand. I bet your place will attract customers like bees to honey or like pigeons to coffee. Ja. Wait, what's going on? Flüssigkot GmbH. Was passiert jetzt hier? Nein! Die Taube trinkt aus meiner Tasse?
I've seen many weird things in my career, but a caffeinated pigeon is definitely something new. In any case, let's learn how to navigate the scene. By the way, if you ever need help with any task, just click the Show Me How button for more detailed instructions. Junge, was? Was ist passiert? Umgebung, nee, Bewegung in der Umgebung. Digga, pretty was easy, zum right? Teufel? But that's not all. In our world, you can fly around freely like a pigeon. You can switch from strategic to pigeon or cinematic camera mode to see the world from different angles. Was haben die denn mit ihren Tauben? Try it now. Okay, warte mal. Okay, und hier oben. Zum Kinomodus wechseln. Now that you know how to move the camera, let's get to work. First, we need to buy some chairs and tables, so people can sit down and relax. Was we should also consider würde, adding some additional lighting, just in case someone is sipping on coffee all evening long. Was ich vorschlagen würde ist, ich setze mich mal hier über ihre Fresse, weil die brauchen wir jetzt wirklich nicht. Also sie sitzt da einfach mit so einem Kaffee, ne? Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn die fehlt. Ich baller mich mal wieder hier hin. Pass mal auf, also. Okay, wir können hier unten bauen. Wir haben hier unten Dekoration und dann geht's auch schon los. Stühle brauchen wir. Was können wir denn machen? Wie wär's mit... Wie viel Geld haben wir? 1500. Okay, mir geht es auch ganz gut. Das heißt, die Flüssigkot GmbH kann hier ordentlich ranklotzen. Ich mach ein paar Stehtische, oder? Ach, hier! Hier soll jetzt unser Dings sein. Okay, one... Welche Stühle nehmen wir dazu? Gibt es nicht einfach so Klappstühle? $90? 150? Na gut. Kann ich den drehen? Ja. Warte, was? Hier. Okay, brauchen wir nur einen? Zwei Tische. Komm, wir machen noch hier einen hin. Mit denselben. So. Ist doch schön. So, und eine Lampe brauchen wir noch. Ich würde sagen, wir nehmen... Was? Warte, wo waren denn Lampen? Hier, Lampen. Moderne Stehleuchte. Kann ich die hier vielleicht zur Seite machen? Ja, was ist das für eine Scheißmucke? Okay, zack, eine Lampe gebaut. Kein Plan, warum die jetzt hier draußen steht, aber ist in Ordnung. Cozy. Cozy! Entschuldigung. Schön. Warte mal, jetzt darf ich ein Menü machen? No fucking way. Ah. Rezept bearbeiten. Okay, gut. Wir können bis jetzt nur zwei Sachen hinzufügen. Aber ist in Ordnung. Nein. Okay, cool. Wir haben jetzt einen Dude, der steht hier schon und der bereitet für uns den Stuff zu. Oh, ich bin so gespannt. Das ist mein erster Kunde. Ist das mein erster Kunde? Ein bisschen langsam ist er, ne? Genau, der stellt sich jetzt hier schön ran an die Flüssigkot GmbH. Ach, danke schön. Es ist nicht mein Lieblingscafé. Du bist nicht mein Lieblingskunde, du Arschloch. Okay, klicke auf den markierten Kunden. Lässig. Nimm es locker, wenn ein Tag nach dem... nimm es locker, einen Tag nach dem anderen und schiebe Verantwortlichkeiten auf, bis sie unbedingt erledigt werden müssen. Beantalk und Beanstagram sind das... Periskop des Lebens. Ist hier jetzt alles mit Tauben und Bohnen? Ah, okay. Aha. Der Dude ist jetzt also mein Kunde. Und dem kann ich jetzt immer Sachen andrehen. Wir wissen, der hat jetzt gerade einen Americano gekauft und er meinte, es ist nicht sein Lieblingscafé. Okay. Oh. Okay. Das heißt, wenn die Kunden den Stuff mögen, dann kann ich ein bisschen den Preis erhöhen. Oder wie? Aha. As you can see, ich habe jetzt mal 2,50 statt 2 Euro. Can give you valuable insights into how to grow your business. But don't forget about the other customers. Danke. Click on the highlighted one. Danke, danke. Oh, was mit ihm? Ein Hipster.
Alter. Immer auf der Jagd nach dem nächsten kunstvoll herangestellten, organischen, cruelty-free, fair trade, ethischen und lokalen Kaffee. Man kennt ihn. This is Marco Polo, a hipster. Junge, er heißt Marco Polo, Legende. You don't have any takeaway cups. Und was soll ich jetzt machen? Schließe das Kundenfenster. Okay. It's a good opportunity to learn. Oh, Entschuldigung. Das ist eine gute Gelegenheit, um zu lernen, wie man Waren bestellt. Machen wir deinen Kunden glücklich und bestellen für ihn einen Becher zum Mitnehmen. Wo mache ich das? Hier oben. Vorräte. Einwegartikel. Simple Tassen. Becher zum Mitnehmen, ja. Knallhart wie du. Ja, die sind natürlich teuer, ne? Aber 5 Sterne. Soll ich die mal bestellen? Ja, mein Gott. 10. Ah, 35 Stück. Ich mach mal eine. Ach so, und ich kann nach 6 Stunden und sofortige Lieferung machen. Alter, wieso $283? What the fuck? Ja, okay, dann bestelle ich die jetzt einfach. Alter, ist das teuer. Okay, warte einfach noch mal ein bisschen im Jahr. Ach so, da ist sie. Guck mal, sie kommt hier runter. Hallo? Per Drohne? Okay, wait. Also, jetzt haben wir irgendwelche richtigen Premium-Einwegbecher. Oh, er kommt an der Lampe nicht vorbei. Alles gut, alles gut. Okay, er ist am Vorbeikommen. Der Unterarm ist übrigens sehr, sehr schön geformt. Americano zum Mitnehmen. Es ist nicht mein Lieblingskaffee. Okay. That's how you build a successful business. Ich verstehe. There's one more customer waiting. Let's take care of her too. Okay. Was ist jetzt mit ihr? Oh, sie sieht auch ein bisschen fertig aus. Ein Student. Die Nächte durchmachen, als wäre es ein Nebenjob. Sich vom Rahmen und Koffein ernähren und versuchen, zwischen den Vorlesungen den Sinn des Lebens zu finden. Das sind, also das, schreibt mal in die Kommentare. Ist das, was Studenten tun? Den Sinn des Lebens finden? Das ist Dana Mulder, eine Studentin. Es sieht so aus, als würde sie deine Dekoration wirklich mögen. Das wundert mich überhaupt nicht. Du hast bereits 3 verschiedene soziale Gruppen kennengelernt. In zukünftigen Missionen wirst du noch mehr kennenlernen. Vergiss nicht, dass jede soziale Gruppe eine andere Erwartung hat. Aber das ist mir scheißegal. Entweder die kommen in meinen Laden oder nicht. Oh, hoppala. Abfälle zurückgelassen hat. Nein, das passiert mal manchmal. Manche Kunden sind ein bisschen unordentlich. Wir sollten es aufräumen. Also da, wo der Student war... Ist jetzt Müll? Ach, die blöde Sau. Okay, wenn ich einfach anklicke, dann ist er weg. Heads up. Sometimes you might need to focus on a task, but there's a lot going on around you. In these situations, you can always pause the game and take your Verstehe. Time. Okay. Try pausing and resuming now. Okay, wenn ich jetzt pausiere, kann ich hier überall mal anklicken und gucken, wer hier so rumläuft, was hier so passiert, einige Aufgaben erledigen. Bis ich dann wieder Play drücke. Okay, krass. Dankeschön, Dankeschön. Ja, danke. Kannst du immer noch aus Geschwindigkeit zurückkehren? Probier's. Okay, also ich kann hier, kann so, dann ist vorgespult, kann aber auch wieder auf Play drücken. Okay, das kennen wir. Was? Dass manche Kunden mit ihren Haustieren kommen. Alter, was soll ich... Einen Wassernapf hinzufügen? Wo? 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 Wassernapf. Hier. Kleiner Hundenapf. Alter, wie süß. Okay, ich mach mal einen dorthin. Und einen hier an die Bank. Ah, so das ist ja geil. Happy dog tails. My boss, so Mr. viele glückliche Hundeschwänze. Sass. I'm confident that you'll be able to complete the mission on your own. Check out the mission window to see your goals and progress. Okay. We'll see each other. Geil. Damit haben wir jetzt ein bisschen unser Tutorial abgeschlossen. Wir haben jetzt eine Mission. Wir brauchen 5 Kaffee. Oder wir müssen 5 Kaffees verkaufen. Okay, jetzt habe ich mal Kaffee bestellt. Weil Kaffee war jetzt... Zack. Kaffee war jetzt ein bisschen über. Beziehungsweise hatten wir keinen Kaffee mehr. So, jetzt kommen hier die Dudes. Der will ein Espresso. Okay, er ist lässig. Schön. Wie läuft's hier? $8? Willst du mich verarschen? $8 für ein Espresso? What? Warum ist hier ein fucking Flamingo?
Ja gut, wir sind in Kapstadt, ne? Ich weiß nicht, laufen die da in freier Wildbahn rum? Ach, schön. Alter, lass dir schmecken, mein Bro. Yikes. Okay, er will Americano. Aber auch to go. Klasse, er macht das richtig gut hier. Wer bist du? Er ist ein Hipster. Macht er to go? Er könnte vielleicht to go machen. Aber wie viel bezahlt er? $10? Oh mein Gott. Easy. Sag bloß, er setzt sich jetzt zu ihm an den Tisch. Ach cool. Schön. Und jetzt? Das ist jetzt alles so? Ich kann halt noch ein bisschen teurer machen so, aber ich denke mir, ja, mein Gott. Gut, ich kann jetzt ja noch einkaufen und so, aber was bringt es mir? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie sowas mache wie Stilpunkte bringt es. Verstehe. Es bringt tatsächlich was. Stilpunkte. Hier ist eine Katze. Moin. Okay, einen weiteren Dingsbeutel. After a successful Was? Internship in Cape Town, you have received a plane ticket to the bustling city of New York. Ich verstehe. This time, you'll be responsible for restoring the splendor of a dilapidated cafe. Aha. A famous musician, Phoebe, is looking for a new place to gig. Maybe you can convince her to perform at your cafe. Ja, das bedeutet, okay, also ich habe jetzt die nächste Mission. Die nächste Mission ist in so einem alten Ding und ich muss jetzt jemanden überzeugen, bei mir aufzutreten. Anyway, here we are in New York. They say the city... Hallo nochmal, wie war dein Flug? Ja, war klasse. Ey, ich bleib dabei. Flüssigkot GmbH. Hier, da sind wir wieder, ne? Zack. A recognizable brand is a must-have in such a competitive market. Now let's take care of the coffee shop itself. At this moment it's very neglected, but I'm sure you can quickly bring this place back to life. Klar. Verkaufen wir ihn, um etwas Platz zu schaffen. Wen soll ich verkaufen? Den hier? Verkaufe Dekorationsartikel. Okay, warte mal. Jetzt habe ich jetzt... Drücke R oder F zum Drehen. Delete zum Verkaufen. 150 Tacken. Schön. Not only did we get more space, richtig. But we also got some extra cash. Remember, richtig. If you okay. ever need some money, you can always sell some of your furniture. Anyway. Okay. Kann ich hier Wände und Böden renovieren. Da gehen wir jetzt einfach mal auf. Wir kennen alle Hips. Hier kann man richtig nach sozialen Gruppen sortieren. Das ist ja der Hammer. Hier, Wände. Ach, guck mal. Alter, sieht aber alles schick aus. Ja, mein Gott. War das die hier? Ja, ne? Okay. Zack. Aber ist jetzt alles hier? Ne, das noch nicht. So. Zack. Okay, jetzt haben wir alles. Und jetzt können wir... Oh, falsch. Alter, ist das nervig, dass sich da direkt die Musik hier ändert. So, und Fußboden. Mitnehmen. Ah, ich nehme das erste. Zack. Breitet sich dann so langsam aus. Den nochmal. So. Ach, guck mal, wie schön das aussieht. Okay, Badezimmer bleibt, wie es ist. Da wird sich nichts dran rütteln. Egal, ob du willst und nicht. What a change. Now the coffee shop looks awesome. Es sieht wunderbar aus. It reminds me of some popular TV. Tische und Stühle. Ja, also das Ding ist, ich glaube, Leute, ich glaube, ich könnte schon vieles alleine jetzt. Ich glaube, zumindest die Basics kann ich lernen. Und wenn ich mich hier so ein bisschen rumklicke, ich glaube, dann ist das gar nicht mal so ein Hexenwerk. Ich würde halt eigentlich gerne hier mein eigenes Dings aufmachen jetzt, ne? Und gar nicht mehr so lange hier verbringen mit den... So. Drei Tische und jetzt kommen die... Die Stühle, pass auf. Welche haben wir die hier, ne? So, eins. Das Ding ist, Leute, es gibt keine bessere Werbung für einen Laden. Als viel Kundschaft.
You are a natural born in. Öffne das Fenster. Wo? Ach, das hier. Mitarbeiter. Okay. Hier haben wir Rachel Bean. Rachel Bean macht Barista. I guess. Ich heuer sie mal an. Hier kann ich ihre Bezahlung einstellen. Was ist das? Hier kann ich trainieren. Hier kann ich sie tatsächlich ausbilden. Ist ja cool. Okay. Rachel Bean, that reminds me of someone. Schon wieder eine Bohne. Mann. Öffne das Fenster Zeitplan. Ja, guck mal, hier kann ich sogar die Zeiten festlegen, wie lange sie arbeitet. Krass, okay. Now let's wait till she starts her shift. Remember. Okay, und jetzt kommt sie vorbei. Great. We're almost done setting up the car. Okay. Hier kann ich wieder Vorräte bestellen. Dreamway Bohnen. Hier kann ich auch in 4 Stunden zum Beispiel. Dann kostet es nicht direkt so viel. Mach ich mal. 4 Minuten nur. Priorität auf Kaffeebohnen ändern. Okay. Die sind also ganz oben. Da kann ich mich dazu entscheiden, dass sie einfach so schnell wie möglich gekauft werden. Schließen Sie das Fenster, wenn erledigt. Also, Dreamway-Bohnen ganz oben. Dreifache Qualität. Natürlich auch am teuersten. Stehen jetzt ganz oben. Hat jetzt Prio. Da ist jetzt die Frage, ist das einfach nur zum Sortieren oder ist das, hat das irgendeinen Effekt? Weil jetzt gerade, weil ich muss ja trotzdem manuell auf Bestellen klicken, ob das jetzt hier irgendwie hier unten ist oder hier oben ist. Ist mir eigentlich scheißegal. Eigentlich. Qualität. Priorität für diese Lieferposition. Hm, verstehe ich nicht so ganz. Kaffee zu eröffnen. Okay. Hier haben wir einen Espresso. Noch so, sowas nehmen. Schön. Now we are truly ready. Okay. Dann geht's jetzt ja los, ne? Hier kann ich meinen Kaffee eröffnen. Hier kann ich auch das WC eröffnen. Gerne. So, wer ist er hier? Oh, der Senior! Das Café ist sehr sauber. Tom Heckels. 82. Natürlich, Tom. Natürlich, Tom. Notice how the money you earn from selling that coffee multiplies. Money multiplier is a secret in. Warte mal, achte darauf, wie das Geld, das du durch den Verkauf dieses Kaffees verdienst, sich vermehrt. Geldmultiplikator ist eine geheime Zutat unserer Welt. Aha, du verdienst mehr, wenn dein Kaffee schöner aussieht. Jedes Dekorationsstück gibt dir Stilpunkte. Ah, und wenn du genug davon bekommst, erhöht sich dein Geldmultiplikator. Lass uns damit anfangen. Ist ja insane. Good job. Now you have a hint on how to earn money faster. Thanks to that, you will be able to invest. Krass. Okay. Was ist das hier? Schule den Mitarbeiter. Okay. Von schlecht zu nicht, von sehr schlecht zu nicht, von nicht schlecht zu gut. Was ist das jetzt hier? Schlecht, sehr schlecht hier. Schnelligkeit war das, ne? Boah, ich könnte jetzt halt Milch. Boah, ich habe ja ein bisschen was, ne? Ach, und dann hat das Zeit. Das ist ja cool. Das ist wirklich cool. Once Rachel's training is done, her skill will improve. It's important because your customers will judge the skills of your employees. The employees themselves also want to have some training from time to time. But remember, with better skills, they will also expect a better salary. Verstehe. I think you're ready to. Das heißt, je mehr ich sie trainiere, die Leute, desto anspruchsvoller werden sie, was ihr Gehalt angeht. Wenn die also übertrieben schlecht sind, dann wollen die auch. Ne? You may wonder why you even need a guitar. Shit. Ich habe jetzt hier niemanden. Warte mal, kann ich vielleicht noch jemanden. Ich habe jetzt halt direkt 2 Trainings gemacht. Die Leute kommen jetzt halt gerade hier rein und möchten Stuff haben. Achso, und ich räume jetzt hier ab oder was? Okay. Der stellt jetzt also seine Tasse nicht selber zurück, die kleine Ratte. Okay, also. Oh. Eieieiei. Wann kommt denn die wieder? Oh, 17 Sekunden. Scheiß Rachel. Ja, die haut halt direkt wieder ab, ne? Oh, oh. Gut. Fähigkeiten haben sich verbessert. Jetzt ist die Frage, wann sie wiederkommt.
Kein Müll. Immerhin. Wir drehen mal die Kamera. Ich höre die Grille. Kleines Status-Update. Thema Grille. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch gehört. Ich hatte ja so eine Grille zu Hause hinter meiner Fußbodenleiste. Gestern Abend zumindest, als ich da saß. 23 Uhr fängt die so meistens an. Bisschen früher, ein bisschen später. Kein Laut. Nicht ein Grillenzirpen. Ich vermute, sie ist tot. Aber wer weiß das schon. Kann auch Bullshit sein. Ich hoffe, sie ist tot. Also ich möchte jetzt keiner Grille irgendwie Unbehagen wünschen. Eine Minute noch. Es ist kein Barista. Möchten Sie überspringen, bis der nächste Barista zur Arbeit kommt? Ich glaube, ja. So. Rachel? Ist Rachel jetzt da? Rachel! Ist das Rachel? Das ist Rachel! Rachel, beeil dich! Espresso Doppio. Okay. Ich würde sagen, nach dieser Mission hier, Leute. Recherche. Ich würde sagen, nach dieser Mission, Leute, mache ich mal so ein eigenes Spiel auf. Wir haben jetzt eine halbe Stunde ein bisschen gelernt. Das Spiel festige, ne, kennengelernt. 18:55. Boah. Ich würde sagen, gleich mache ich mal ein freies Spiel auf. Können wir ein bisschen dekorieren. Ist ja dann so auch so ein bisschen wie Sims, ne? $18, holy fuck. Und der Multiplikator ist halt hier, wie schön es hier aussieht, denke ich. Alter, die Leute rennen einem die Bude hier ein, ne? Insane. Vor allem die Rentner. Okay. Sieht aber entspannt aus. Gut, die saufen jetzt halt ihren Kaffee, ne? Was kann man denn machen? Kaffee-Editor? Snacks? Kaffeemaschinen? Okay, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch einiges, was es hier in dem Spiel gibt, was wir jetzt erst in den kommenden Missionen oder so freischalten. Aber ich finde sowas immer nervig, wenn man so von Mission zu Mission spielt und es gibt so kein Tutorial, was wirklich Tutorial ist. Finde ich immer ein bisschen nervig. Vor allem, wenn dann am Ende des Tages so, was wollte ich sagen? Vor allem, wenn am Ende des Tages das Spielprinzip gar nicht so komplex ist und man dann die Zeit investiert für so eine dumme Kampagne. Das finde ich weird, wenn die so an einem Tisch sitzen. Das würde ich nicht machen. Vor allem, die sind nicht mal am Handy, die telefonieren nicht, die treffen sich mit niemandem. Aber wir verdienen Geld. Alter. Wo war das nochmal mit dem Geld? Hier? Nee, warte mal. Nee. Hier. Hey. Wer hat das gerade zu mir gesagt? So, hier ist Müll. Nehmen wir mal mit. Ein Americano zum Mitnehmen. Ich weiß hier nicht, wie unsere Vorräte sind. Wasserfilter, Kaffeebohnen. Wir haben hier noch Zutaten, die wir kaufen können. Ich weiß gar nicht, ob es mir angezeigt wird, wenn eine dieser Zutaten fehlt. Ob man dann irgendwie einen Hinweis kriegt oder so. So, der will einen Americano, der Bree. Hat sie to go? Ja. Ja. Lässig ist sie. Okay. Die hat ihren Müll wieder mitgenommen. Oh, Vorsicht, junge Dame. Sie bleiben am Tisch hängen. Okay, und sie geht wieder. Schön. Geil. Der will einen Espresso. Alter, verdient man schon einiges. Ne? Zack, direkt Müll weggeräumt. Ja gut, jetzt gerade ist halt nicht viel los, ne? Das sind gerade meine Missionen. Habe Gitarre. Gitarrenverstärker. Gut, dann gucken wir mal, dass wir unsere Mission jetzt noch kurz erfüllen. Dafür brauchen wir eine Gitarre und den Gitarrenverstärker. Falls wir ihn finden. Pass auf, wir nehmen eine klassische Gitarre. Das ist tatsächlich der Gitarrenverstärker. Warum ist der so riesig? So, Mission erfüllt.
Ich habe einen Gitarrenverstärker. Eine Mission habe ich noch. Bewertung von 30 erhalten. Okay, das heißt, wir müssen einfach nur ein bisschen unseren Laden machen. Cool. Wir haben hier natürlich auch ein bisschen Deko. Hier Cocktails and Dreams. Zack. Bringt ja auch ein paar Stilpunkte, ne? Alter. Junge, Junge, Junge. Wir haben noch $30. Jetzt müssen die Leute aber auch einkaufen. So. Was gibt's denn pro Kaffee eigentlich, wenn jetzt Kaffee verkauft wird? Okay. Oh, warum Minus? Mein Kontostand hat Minus erreicht. Ups. Das macht nichts. Das macht nichts. Warum? Ich habe sogar ein Dings verloren. Warum? Okay, auch gleichbleibend? Ist ja weird. Weil ich habe ja eigentlich... nichts gemacht. Na gut, die Toilette ist nicht ganz... Ach, weil niemand hier ist. Deshalb. So. Dein Kaffee Flüssigkot GmbH wurde ausgezeichnet. Das am besten dekorierte Kaffee in der Stadt. Digga, ich habe wirklich da nur eine Gitarre stehen und einen Verstärker. Das ist gar nichts. Das ist legit gar nichts, Bro. Herzlichen Glückwunsch, das ist das Flüssigkot GmbH Kaffee. Alter, $2000 auf mein Konto. Okay, wir gehen mal ins Hauptmenü. Ich würde jetzt tatsächlich schön Sandbox machen. Und dafür suchen wir uns richtig schön irgendwo... Ach komm, Paris? Nee, warte mal, ich war jetzt in New York, ne? Paris, komm. Wir nehmen Paris, Ziel nix, Schwierigkeit normal. Vorgegebene Kaffeerezepte von mir aus. Geld zum Beginn. Würden wir auch behalte ich jetzt auch mal so, würde ich sagen. Pass auf, wir geben uns jetzt mal 5.000. Dann können wir zumindest... Ach, pass auf, wir machen 7.000. Damit können wir zumindest uns einen schönen Laden machen. Und ein bisschen die Grenzen austesten. Bewertung beim Start. Goldene Bohnen beim Start. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Freischaltende Dekorationsgegenstände? Nee. Entsperre alle Kaffeeschichten? Nein. Mit Vorräten auffüllen? So. Ich würde sagen, machen wir einfach mal. Wir gehen nach Paris. Da gucken wir jetzt mal, mit was wir starten. Das ist jetzt einfach nur Sandbox-Modus. Meiner Meinung nach der bessere Modus. Weil man da auch einfach mal... So. Schön. Ja. Schön. Das ist unser Laden. Alter. Eigentlich gar nicht übel. Irgendwie ganz süß. Hm. Okay. Mitarbeiter. Wir brauchen natürlich einen Barista. Ne? Ja, der kann auch ein bisschen was kosten, meiner Meinung nach. So. Schlecht, sehr schlecht. Ach du heilige Scheiße. Der macht einen 12-Stunden-Tag, ne? Komm, den nehmen wir. Okay, der ist da. Da würde ich jetzt einfach mal gucken, wann der das macht. 5 bis 5. Achso. Hä, bin ich jetzt dumm? Was macht der? Zeitplan. Kann ich gar nicht mehr verändern jetzt. Okay. Also, der arbeitet jetzt von da bis da. Von 5 bis... Ja, ist in Ordnung. Komm, wir engagieren noch einen. Und zwar den zweitbesten. Ich glaube, Samantha war es. Zack. Und die Person arbeitet... So, von 5 PM bis 1 AM. Ja, mal eine kleine Pause zwischendurch, mein Gott. Okay, Reinigungskraft, würde ich sagen, brauchen wir erstmal nicht.
Ich dekoriere jetzt erstmal meinen Laden. Pass auf, wir haben ja hier. Wir machen jetzt erstmal. Oh, warte, wir machen jetzt hier erstmal eine Pause, ne? So. Wir nehmen natürlich erstmal Tische. Tische und Stühle sowieso. Hier ist auch alles frei. Alter. Das kann man alles freischalten, ne? Recherche. Ja, gut, das würde ich jetzt halt noch lernen, ne? Alter, das ist ja ultra deep, das Spiel. Maschallah. Okay, ich würde sagen, wir ballern hier erstmal einfach nur Tische hin. Kleine Placeholder. Zack, Tisch. Boah, da fand ich die aber eigentlich gar nicht schlecht, die wir hatten. Das hier. Ja, wobei ein bisschen hässlich sind sie. Oh Gott, das ist ja wirklich hässlich. Stehtisch. Irgendwas Kleines? Ach komm, naja. Wir machen hier drüben einen an der Wand. Wir machen. Ich würde sagen, wir machen. Hier einen hin. 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 Dann nehmen wir uns Stühle. Wo sind die? Hier. Das nehmen wir. Nehmen wir ihn hier wieder, würde ich sagen. So, warte. So. Ja, mein Gott. Hauptsache, die Leute finden Platz, oder? So. Die Mucke ist aber auch anders cursed. Schön. Da haben wir die ersten Tische auf jeden Fall schon mal. Hier können die Leute dran snacken. Cool. Behalten wir das so? Snacks. Croissant. Ich kann einfach hier die scheiß Auslage befüllen. Esst Croissants! Ihr miesen Ratten. Das ist ja wild. Okay. Tut's! Kauft Croissants! Okay. Wir fügen natürlich alles hier hinzu. Da muss ich erstmal alles zubestellen. So. Heiße Schokolade machen wir auch mal. Zwei Einheiten. Wasserfilter. Zwei. Zutaten. Milch machen wir zwei. Sojamilch machen wir zwei. Alter, das ist ja. Oh mein Gott, ist hier viel. Toppings? Warte, was. Okay, ich bin ein bisschen überfordert, ihr merkt's. Was brauche ich jetzt? Milch auf Schaumer, nein. Nee, 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 wir brauchen eine Kasse. Hier. Schön. So. Können wir jetzt das machen? Nee. Null Tassen. Oh, ich brauche Tassen. Man muss ja wirklich alles kaufen. So. Jetzt haben wir Tassen. Kaffeebohnen habe ich bestellt. Wasserfilter. Habe ich das jetzt alles bestellt? Das kommt jetzt ja an, ne? Wo kommen die Drohnen? Aha. Jetzt kommen hier die ganzen Dinger. Zack. Nächstes. Ich weiß gar nicht, was ich gerade alles bekomme. Was habe ich denn alles bestellt? Filter. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Noch eins. Okay, okay.
hier. Und meine Kamera ist total im Arsch. Warum ist meine Kamera so im Ass? Was habe ich denn hier für eine... Warte mal hier, wa? Mein Gott, ich wollte gerade sagen. So. Wie sieht's jetzt aus? Aha. Sehr schön. Ich mache alles auf 3 Euro. Schön. Okay. Was denkt ihr, Leute? Ich glaube, wir sind ready. Bewertung mal 4. Wir haben noch 500, ne? Nein. Wir können hier noch ein bisschen was machen. Stilpunkte gibt's hier noch. Lampen können wir noch. Gibt's Pflanzen? Ja. Ich liebe Pflanzen. Warte, hier so ein Ding. Ach, wie schön. Sekunde, jetzt haben wir hier noch so. Ich mache jetzt hier einfach Pflanzen hin. Mal 6. Boom. Bestellt Kaffee jetzt. Machst du Kaffee, Bre? Warum Minus? Er will nur ein Croissant? Warum? Ich mach die Preise vielleicht noch ein bisschen runter wieder. Leute, bitte rennt mir die Bude ein. Kauft Kaffee jetzt. Ich habe mir extra eine krasse Maschine gekauft. Hallo? Es kommen immer nur so vereinzelt Kunden. Leute, das muss hier der Hotspot werden. Flat White, perfekt. Schön. $37. Holy shit. Okay, perfekt. Jetzt kommt eigentlich Samantha, oder? Das ist nicht Samantha. Doch, da ist sie. Okay. Ey, es sollte jetzt eigentlich so weitergehen. Jetzt sollten ja eigentlich die Kunden mir die Bude einrennen. Eigentlich. Ihr bietet keinen Kaffee an, den ich bestellen würde. Bist du Jack? Bist du ein wirklich... Ich hasse Menschen manchmal, ne? So, wer ist er? Er ist ein Hipster. Endlatte. Aber ein Pluspunkt. So. Bestell jetzt mal richtig heftig rein hier. Nein, ich will keine Snacks. Allein, dass sich die Mucke auch immer verändert, ne? Stilpunkte. Hier, Stilpunkte 3. Was ist das? Eine Lampe. Eine fucking Lampe. Alter, ich mach's hier drin so schön. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Okay, ich bin fucking broke. Aber jetzt, Freunde, geht's richtig rund. So. Du bestellst jetzt 20 Kaffee. Komm. Sie geht einfach wieder. What? Why? Hä? Bist du dumm? Sie geht einfach wieder. Wenn die Musik so bleibt, ich glaube, dann verliere ich meinen Verstand, bin ich ehrlich. So, du musst jetzt ja eigentlich... Guck mal, sie ist erst zufrieden, dann nicht, dann geht sie wieder? Ich bin so...
Verwirrt? Ich bin richtig verwirrt. Was ist denn mit euch? Warum wollt ihr keinen Kaffee? Was jetzt? Bestell! Gib Geld aus! Gib mir dein Scheißgeld. Er will nur Croissant. 1,50. Ihr miesen Ratten. Bestellt doch jetzt mal Geld hier. Hä? Gebt doch jetzt mal hier Dings. Dein Kontostand hat 0 Euro bezahlt. Halt die Fresse! Ich bin nicht arm! Jetzt setzt euch hier an die ganzen wunderbaren Tische, die ich vorbereite. Sieht aus, als würde niemand arbeiten. Ich fasse es nicht. Vielleicht ist das Spiel einfach gegen mich. Ich glaube, das ist es vielleicht einfach nicht. Egal, wir gehen jetzt nochmal, bis er wieder hier ist. So. Weil eigentlich ist mein Laden ja allerklässlichst. Weißt du, was ich meine? Vielleicht muss ich auch die Preise einfach nochmal geringer machen. Vielleicht sind die am Anfang nicht so bereit, so viel Geld zu zahlen. You know? Probieren wir es mal so. Warte mal, das hier links ist die Marge. Rechts ist der Preis. Lol. Ach so. Okay, das ist blöd. Danke. Dankeschön. Okay, aber er ist positiv überrascht. Vielleicht kommen sie jetzt und laufen mir die Bude ein. Es ist nicht mein Lieblingskaffee. Der Barista weiß nichts über Milch, deine Mama, ey. Entschuldigung. So. Junge, lauf erstmal gegen die Wand. So, wo ist der Rest? Kommt in die Flüssigkot GmbH. Die einzige GmbH, die Flüssigkot anbietet. Ob man das will, ist eine andere Frage. Aber der eine Kunde ist zufrieden. Also der hier. Ne? Ich sag's nur. Uff. So, die nächste Kundin. Boah, ein bisschen langweilig ist es ja, ne? Was ein Stück Scheiße. Der Flat White kostet hier zu viel, Junge. Deine Existenz kostet zu viel. Wirklich. Alles an deiner Existenz kostet viel zu viel. So, du hast auch das Geld, oder? Hipster, der hat das Geld, der findet das geil, wenn etwas viel kostet. Ein Croissant. Bestellt er für 1 Euro ein fucking Croissant. Du bist so eine Ratte, Bro. So ein Ekliger. Ist ja voll langweilig, es sind ja voll wenig Leute, die hier reinkommen. Was für sie? Was will sie? Ich schätze auf, sie will ein Croissant. Alternativ möchte sie ein Espresso. Sie will gar nichts. Ach, wisst ihr was? Kinder haben hier nichts zu bestellen. Ich hasse dich. Du hast kein Kind dabei. Arschgetränk machen. Eiswürfel. Alter, ich füge das Arschgetränk hinzu. Die sollen das Arschgetränk... Ich habe gerade keine Ahnung, was ich da reingemacht habe. Ich bin so gespannt. Ich habe gerade einfach nur gespammt und das Arschgetränk hinzugefügt. Warte, dazu mache ich jetzt noch pures Gift. Nächster Schritt. Matcha? Nee, kann ich noch nicht. Espresso, kaltes Wasser, heißes Wasser. Alter, Leute. Ich hoffe, jemand
Ich hoffe wirklich, jemand bestellt Arschgetränk oder pures Gift. Das wäre wirklich klasse. Komm, bitte gönn. Croissant. Ich hasse die alle. Ein Kind? Was willst du denn hier? Ein fucking Croissant, Digga. Jut. Dann halt nicht. Also ja, ein wildes Spiel. Ich glaube, es kostet generell 17 Euro. Ich glaube, 17 Euro, ja. Irgendwie so. Ist ganz cool gemacht, aber irgendwie auch wirklich, er holt das Arschgetränk. Er kauft sich das Arschgetränk. Arschgetränk zum Mitnehmen. Geil. Schließlich entschied ich mich, Arschgetränk zu bestellen, obwohl es nicht mein Lieblingscafé ist. Oh mein Gott, der Arme. $41. Der wird doch kotzen. Der wird doch kotzen. Der wird doch kotzen. Du kranker Bastard. Du trinkst es einfach. Nochmal Arschgetränk? Die trinken alle das Arschgetränk. Wollen die jetzt alle das Arschgetränk haben? Das ist ja wild. Warte mal. Was habe ich denn da reingemacht? Ich würde voll gern mal zurückgehen und gucken, was ich in das Arschgetränk reingemacht habe. $41. Mit einem Kaffee. Schließlich entschied ich mich, Arschgetränk zu nehmen. Senior. Karen White, 84, trinkt das Arschgetränk. Wenn er jetzt auch Arschgetränk... Flat White. Wild. Einfach wild. Man kann hier auf jeden Fall noch Leute anheuern. Leute, und ich glaube, in dem Sinne würde ich mich zumindest für heute verabschieden. Wir haben hier mal ein Spiel reingeschaut. Ich glaube, es gibt noch einiges zu entdecken. Man kann sich natürlich, ich bin ja nicht so ein Fan von so, ja, Deko-Stuff und so ein Shit. Es ist ja jetzt nichts, was ich jetzt privat zocken würde, aber ich glaube, man kann hier richtig eskalieren und dann kann das auch richtig Bock machen, wenn man das Spiel einmal richtig aufsaugt, richtig versteht, sich richtig erkundigt und so weiter und so fort. Kann geil werden. Ich frage mich jetzt, was sie bestellt. Ich hoffe, sie bestellt Arschgetränk und Croissant. Gut. Aber hier, so sieht eine glückliche Kundin des Arschgetränks aus. Leicht aufgedunsen, ein wenig tot, rote Augen. Ja, das macht das Arschgetränk mit einem, ne? Gut, Leute. Ich glaube, Flüssigkot GmbH ist dann heute erstmal raus. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like da, kommentiert, abonniert. Sie bestellt pures Gift. Das warten wir nochmal ab. Oh Mann. $20. In dem Sinne, Freunde, haut da rein, sie genießt jetzt ihr pures Gift und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.